zeige ich euch eine richtig coole Technik, eine Karte nach oben zu kontrollieren. Und zwar zeige ich euch den sogenannten Spread Pass. Der Spread Pass ist einer meiner Lieblingspasses, weil er super subtil und so gesehen unsichtbar ist. Passes erlauben euch, eine Karte aus der Mitte nach oben oder nach unten zu kontrollieren. Es gibt viele andere Anwendungsbeispiele für Passes, aber generell wollt ihr mal eine Karte aus der Mitte nach oben oder auch nach unten kontrollieren. Falls ihr das Video lehrreich finden solltet und euch das Video gefällt, dann hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Channel und ich will auch gar nicht weiter Zeit verschwenden. Auf geht's zum Tutorial. Bam! Für den Spread Pass ist es vorteilshaft, wenn ihr schon einen Herman Pass drauf habt oder wenigstens mit dem vertraut seid. Denn ein Spread Pass ist nur eine Kombination, Karten zu spreaden und dann gleichzeitig einen Herman Pass auszuführen. Der Herman Pass geht ja wie folgt. Ihr habt eine Karte in der Mitte, zum Beispiel die 5 Kreuz hier, und die wollt ihr nach oben kontrollieren. Dann würdet ihr den unteren Kartenstapel jetzt nehmen und so nach oben kontrollieren, sodass die 5 Kreuz auch oben landet. Die linke Hand wird diesen Stapel einfach nur so zur Seite flippen. Ja? Ihr haltet den dann ganz kurz auf diese Art und Weise. Von hier zur Seite. Die rechte Hand verdickt immer den Kartenstapel hier. Und dann einfach den Kartenstapel nach oben fallen lassen, so dass die 5 Kreuz auch oben wieder landet. Ich habe schon ein ausführliches Tutorial über den Herman Pass gemacht. Falls ihr den noch nicht drauf habt, dann verlinke ich euch das Video hier oben. Das ist nämlich gleich Voraussetzung für den Spread Pass. Der Spread Pass besteht einfach nur darin, dass ihr eben die obersten Karten gespreadet habt. Die Karten kommen zusammen. In dem Moment, wenn eure Hände zusammenkommen, werdet ihr diese Bewegung ausführen. Das wird die ganze Zeit von eurer rechten Hand verdeckt. Ihr nehmt diese Karten und dann lässt ihr diesen Stapel einfach fallen, sodass die 5 Kreuz oben landet. Also ihr habt ein Spread, die Hände kommen zusammen. In dem Moment, wenn sie zusammenkommen, macht ihr diese Flip-Bewegung, nehmt diesen Kartenstapel und lasst den unteren Kartenstapel jetzt nach oben fallen. Von hier, ihr habt ein Spread, eure Hände kommen zusammen und jetzt führt ihr eigentlich nur noch den Herman Pass aus. Deswegen ist es vorteilshaft, wenn ihr schon den Herman Pass bereits drauf habt. Von hier habt ihr ein Spread, die Karten kommen zusammen, eure Hände berühren sich. In dem Moment macht ihr diese Flip-Bewegung. Eure rechte Hand verdeckt damit den Kartenstapel und dann lasst ihr einfach den Kartenstapel oben rauf fallen. Schnell sieht das so aus. Ihr zeigt dem Zuschauer die Karte, die Hände kommen zusammen und ihr macht einfach den Move. Ich zeige euch das nochmal kurz in einer flüssigen Bewegung. Ihr habt den, kommt zusammen und habt die Karte jetzt ganz schnell nach oben kontrolliert. Ich zeige euch mal den Spread Pass von diesem Kamerawinkel, damit ihr euch das einfach besser visualisieren könnt. Also nehmen wir an, wir wollen diese 3 nach oben kontrollieren. Eure Hände kommen zusammen. In dem Moment, wenn die Hände zusammenkommen, macht ihr die Bewegung her. Das wird ja die ganze Zeit von eurer rechten Hand verdeckt. Und dann müsst ihr einfach nur die Karten zusammenkommen lassen. Und die 3 ist nach oben kontrolliert worden. Nochmal, langsam. Von hier kommen die Hände zusammen, macht gleichzeitig die Bewegung und lasst den Kartenstapel einfach rauffallen. Wie auch bei vielen anderen Kartentechniken ist es hier auch sehr wichtig, dass ihr auf eure Winkel achtet. Sprich, wenn ihr den Spread Pass üben solltet, dann übt das immer vor dem Spiegel. Ihr wollt ja nicht flashen und ihr wollt nicht, dass der Zuschauer aus Versehen die Technik sieht. Also immer schön vor dem Spiegel üben und auf eure Winkel achten. Generell, wenn ihr Techniken sowie Passes verwendet, dann versucht niemals zu viel Aufmerksamkeit auf die Technik zu lenken. Denn es soll ja einfach nur aussehen, als ob ihr ein Spread habt und zusammenfügt und für den Zuschauer aus seiner Sicht passiert da nicht mehr. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung,
dass Misdirection wichtiger ist als Sleight of Hand. Sprich, Ablenkung ist wichtiger als Fingerfertigkeit zu haben. Denn ihr könnt den schlechtesten und den verkrüppelsten Classic Pass zum Beispiel machen. Und wenn der Zuschauer sowieso nicht auf eure Hände schaut, weil ihr einfach die Aufmerksamkeit des Zuschauers irgendwo anders hingelenkt habt, dann interessiert es keinen, wie schlecht oder wie schön euer Classic Pass ist, denn im Endeffekt läuft das auf das Gleiche hinaus. Ihr macht die Technik, der Zuschauer schaut nicht auf eure Hände und perfekt, genauso soll das auch sein. Mich würde mal auch interessieren, wie ihr den Spread Pass findet und ob das eine Technik ist, die ihr zukünftig auch verwenden werdet. Schreibt das mir mal unten in die Kommentare. Ich liebe zum Beispiel den Spread Pass. Ich finde, das ist eine unglaublich geniale Pass-Variation und es ist etwas, was ich konstant selber verwende. Also, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann liked, abonniert, Glocke, ihr wisst, was zu tun ist. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out! Ich hatte mir eigentlich so ein neues Licht geholt, aber irgendwie sieht man das im Hintergrund nicht so gut. Aber das ist ein Konoha-Symbol. Also, Naruto for life!